Das menschliche oder genauer gesagt das männliche Auge kann sich gewaltig täuschen. Hinter einer scharfen weiblichen Kurve kann nicht nur ein sexy Body, sondern auch eine tückische Krankheit stecken. Und diese hat mit Übergewicht nichts zu tun. Der augenscheinliche, knackige Hintern schmerzt. Wenn richtige Behandlung zu spät kommt, wird eine Betroffene mit qualvollen Schmerzen ihr Leben lang kämpfen müssen. Dr. Simone Kierkegaard nennt das Übel beim Namen Lipödem. Seit vielen Jahren operiert sie Frauen in ihrer Privatklinik in Hamburg. Viele davon sind noch blutjung. Im ersten und im zweiten Stadium der Krankheit können die weiblichen Rundungen für ein ungeschultes Auge einfach nur sexy aussehen. Nur im dritten Stadium kommt es zur dramatischen Verformung des Gewebes. Dann aber ist jede Hilfe zu spät. Wir Frauen erben das. Jede achte Frau oder also 8% aller Frauen haben ein Lipödem. Wir können es nicht beeinflussen mit Ernährung. Wir können uns zwar fit halten, wir können uns gesund ernähren, aber wir können an dem Voranschreiten eines Lipödems überhaupt nichts ändern. Das Sanitätshaus Stolle aus Schwerin schlägt Alarm. Solche Erkrankungen wie Lipödem oder auch Lymphödem drohen zu Volkskrankheiten zu werden. Ein gut funktionierendes Netzwerk aus Ärzten, Reha-Fachleuten und Hilfsmittelanbietern ist dringend gefragt. Ebenso die Aufklärung. Am 6. Oktober kamen über 150 Gäste zum zweiten Lymph-Event in der Landeshauptstadt zusammen. Wir haben gerade in den letzten Jahren auch gemerkt, wie oft die Nachfrage war, wie gut kann Betreuung aussehen. Und wir haben letztes Jahr begonnen, eine erste große Veranstaltung zu planen und durchzuführen. Und der Erfolg ist letztendlich auch Motivation gewesen, dieses Jahr das zweite Schweriner Lymph-Event zu organisieren und heute durchzuführen. Dr. Christine Schwendke von der Berliner Charité befasst sich mit einem weiteren schweren Leiden, dem Lymphödem, im Volksmund das Elefantenbein. Die Anzahl der Betroffenen hier ist viel geringer als beim Lipödem. Doch eines haben beide Erkrankungen gemeinsam: Es fehlen Fachärzte. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einfach keine. Rückblickend muss ich sagen, dass auch in meinem Studium, was natürlich auch schon ein bisschen zurückliegt, eigentlich auf dieses Thema auch gar nicht groß eingegangen wurde. Also man hat gar nicht so ein Bewusstsein dafür entwickelt, welche Probleme quasi das Lymphgefäßsystem bereiten kann und wo Komplikationen lauern. Die Frauen von der Selbsthilfegruppe aus Schwerin reden Klartext. Vor allem das Lipödem wird von den Kassen nur ungern anerkannt. Bis die Veränderungen im Gewebe nicht mehr zu heilen sind, bedarf es dringend einer Fettabsaugung. Doch die Kassen sehen an dieser Stelle oft nur eine Schönheits-OP und verweigern Kostenübernahme. Pro Bein können das im Bundesdurchschnitt zwischen 7.000 bis 9.000 Euro sein. Bezahlen muss die Patientin aus eigener Tasche. Auch deshalb ist die Etablierung eines kompetenten Lymphnetzwerkes eine dringende Angelegenheit. Und dann kommt es eben noch auf die Koordination dieser Leistungen untereinander an, um dann im Ergebnis den Betroffenen ein Angebot machen zu können, wie sie sonst vielleicht nur in einer Fachklinik kriegen können. Wir für unseren Teil sorgen dafür, dass die Patienten zum richtigen Zeitpunkt angemessen werden, also direkt nach der Lymphdrainage. Und somit können wir eben dann mit flach gestrickten Kompressionswaren die Patienten optimal versorgen. Beim Lymphnetzwerk arbeiten Ärzte und Versorger Hand in Hand und bündeln ihre Kräfte, um den Patientinnen zu helfen. Auch ein gemeinsames Auftreten gegenüber den Krankenkassen wäre dabei möglich. Denn nur eine wasserdichte und allseits fachlich begründete Diagnose kann eine Wirkung entfalten. Und eine öffentliche Diskussion über den Umgang mit solchen Krankheiten sehen Spezialisten als absolut notwendig an. Ich denke, das ist immer eine Frage, wie gut ist es begründbar gegenüber der Kasse. Viele Sachen sind Einzelfallentscheidungen. Es wird nichts mehr so einfach pauschal bezahlt. Aber das sehen wir auch auf anderen Gebieten. Was natürlich irgendwo verständlich ist, um Gelder nicht zu verschwenden, aber für gewisse Klientel, sage ich mal so, auch ein Problem darstellt. Die Frauen von der Schweriner Selbsthilfegruppe treten selbstbewusst auf und zeigen XXL-Moden. Viel mehr können sie auch nicht machen. Sie hoffen, dass das Lymphnetz ihnen helfen kann. Und die Kassen endlich einmal Verständnis zeigen.